Guten Tag und herzlich willkommen zu Inas Norden. Ina, das bin ich und der Norden, das ist in diesem Fall die Lüneburger Heide. Das heißt, im Moment sind wir sogar in Lüneburg oder über Lüneburg in der St. Johanneskirche. Hier ist es alles noch sehr mittelalterlich und diese St. Johanneskirche, die hat noch einen richtigen Turmbläser. Das ist Herr Tövs, der jeden Morgen um 9 Uhr wirklich hier noch seinen Choral bläst. Immer einen anderen und immer pünktlich. Aber wir besuchen in Lüneburg natürlich nicht nur den Herrn Tövs, sondern erkunden noch ganz viele andere Ecken und Geheimnisse der alten Salzstadt. Und wir fahren raus in die Lüneburger Heide. Da wollen wir mal so ein paar waschechte Heidjer kennenlernen. Aber erstmal schön der Reihe nach. Hallo Herr Tövs. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Das machen Sie aber ganz toll, finde ich. Ja, finden Sie? Ja. Vor allen Dingen muss ich bewundern, dass Sie wirklich regelmäßig jeden Morgen um 9 hier hochklettern, weil ich bin ja nun auch hier hochgeklettert. Mhm. Das ist ja schon ein Weg, ne? Ach, so lange ist das auch nicht, wenn man das jeden Tag macht. Und ich bin da so dran gewöhnt. Ich mache das 27 Jahre. Wenn ich das mal nicht mehr weitermachte, dann fehlte mir irgendwas. Das heißt, Sie sind der Einzige auch hier in Lüneburg, der das macht und Sie haben auch keinen Vertreter. Wenn Sie morgens mal sagen, ach nö, und ja, holt schon wieder da hoch oder so, dann... Nee, also sowas gibt's nicht. Also ich bin an sich der Einzige, tatsächlich. Ja. Und kennen Sie eigentlich, wissen Sie, woher das Sprichwort kommt, ein an eine Glocke haben? Es gibt ja noch eine ganz tolle Geschichte zu diesem Turm. Der ist ja irgendwie 1400 und mal abgebrannt. Und dann wurde der aber neu erbaut. Und dieser Erbauer, der hat erst, als der Turm schon fertig war, gesehen, oh, der ist schief. Da klingelt es gerade wieder. Herein. Und da hat er gesehen, oh scheiße, der Turm ist schief, war so entsetzt, ist wieder hochgelaufen, hat sich aus dem Fenster hier oben runtergestürzt, ist aber auf einen Heuwagen gefallen, hat also überlebt, war darüber so glücklich, dass er sich abends in der Kneipe richtig die Kante gegeben hat, sich besoffen hat und ist beim Rausgehen aus der Kneipe gestürzt und dabei gestorben. Ja, dumm gefallen, würde ich mal so sagen. So, ich gehe jetzt hier runter. Lüneburg soll ja die schönste historische Altstadt im Norden haben. Und das sagen nicht nur die Lüneburger. Wir steuern aber erstmal den Mittelpunkt der Stadt an. Einen rekordverdächtigen Bau. Tag, Herr Taxifahrer, darf ich Sie was fragen? Ja, natürlich. Hinter uns, das sehen Sie jetzt gar nicht. Mhm. Da ist ja ein Rathaus, ne? Das ist richtig, ja. Haben Sie eine Ahnung, wie lange die Lüneburger gebraucht haben, um dieses Rathaus fertig zu kriegen? Also ich glaube, in den Anfängen ist es irgendwann aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Jetzt nicht über Jahrhundert reden. Wie lange haben die gebraucht, die Lüneburger, um das hinzukriegen, um das zu bauen? Ich glaube, das waren insgesamt so 150 Jahre etwa. Glauben Sie wirklich, dass das richtig ist? Ich weiß es auch nicht. Sind Sie Lüneburger? Ja, ja, ja. Ich bin kein Lüneburger und ich weiß es. Ja, Sie haben sich vorher informiert. Wenn Sie jetzt mit Ihren Fahrgästen hier langfahren, ne? Und die sagen, Mensch, Herr Taxifahrer, wie lange haben die denn in dem Rathaus gebaut? Die Frage ist noch nicht gekommen. Die fragen vielleicht, wie alt das Rathaus ist. Soll ich Ihnen jetzt mal die Auflösung sagen? Machen Sie das mal. Leider haben Sie nichts gewonnen. 500 Jahre haben die Lüneburger geschafft, da dran zu bauen. Ich treffe mich jetzt mit Herrn Gerz. Herr Gerz ist ja Deutschlands allerletzter und einziger Zeremonienmeister. Und ich frage mich vor allen Dingen, was hat der wohl an? Kommt der noch gleich mir entgegen in Strumpfhosen und mit Hüten? Ich guck mal. Ich weiß es auch nicht genau, wo ich den finden kann und wo ich hin und wieder bin. Aber ich probiere es einfach mal. Sein. Hallo, Frau Müller. Also, guten Tag. Nehmen Sie doch bitte Platz. Ja, das mache ich gerne. Ja, ich habe Sie lange gesucht, bitte. Herr Gerz, aber ja. Hier ist ja gar nicht mal so schön jetzt, ne? Nein, das ist auch... Ich habe jetzt gedacht, Sie sitzen schon mal so in Ihrem Prunkbüro in diesem Prunkrathaus, ne? Nein, das war früher mal eine Aufbewahrungszelle.
Das heißt, bevor es vertäfelt wurde quasi. Ja, genau. Ach so, das war ein bisschen das Jahrhundert, Rathausgefängnis. Na, Gefängnis will ich nicht sagen, aber Aufbewahrungszelle, weil wenn die Leute zur Verurteilung kamen oder zur Gerichtsverhandlung, mussten sie zwischendurch auch mal warten und dann wurden sie hier an dieser Kette angekettet. Das ist noch eine Original-Fußkette für Verbrecher, oder was? Da ist auch noch ein Klotz, wo man drauf gesessen hat. Sehen Sie, und dann wurde das dann hier so ums Bein rumgeschlagen. Ja, haben Sie einen Schlüssel noch? Habe ich leider nicht. So, jetzt können Sie mir das Rathaus nicht mehr zeigen. Ja, damit Sie nicht weglaufen konnten. Das Lüneburger Rathaus ist ja das älteste mittelalterliche Rathaus in Deutschland und eins der größten. Im 14. Jahrhundert, da war es noch eher eine Art Schuppen aus Gipsquadern. Aber dann hat man immer wieder angebaut und angebaut und angebaut. 500 Jahre lang. Herr Gerz, der kennt hier natürlich jeden Stein. Sie sind ja hier im Haus der Zeremonienmeister, ne? Das finde ich ja erstmal toll. Ja. Sind Sie eigentlich Deutschlands letzter Zeremonienmeister? Ja, so viel wie ich weiß, das heißt, bin ich der Letzte. Das heißt, wenn Sie irgendwann sagen, ich will nicht mehr so, dann gibt es keinen, keinen mehr. Nein. Da kommt auch nicht ein neuer nach, der gerade von Hartz IV und der dann sagt, ich könnte aber oder sowas. Nein, gibt keinen mehr dann. Und Zeremonienmeister, das weiß man ja heute irgendwie alles gar nicht mehr, der ist ja zuständig für Bier, also Bier, Wein, Alkohol, Nachschub. Ja, für alle Festivitäten. Das heißt, ich bin zuständig für unsere Gäste der Stadt. Ich betreue die auch. Es sind etwa im Jahr 8.000 bis 10.000 Gäste, die ich betreue. Ich bin ja auch ein Gast, ne? Ja. Würde ich sagen. Das heißt, dann betreuen Sie mich auch. Wenig Säure, bekömmlich. Wenig Säure? Mhm. Ich höre schon, wie mein Magen sagt, aber. Hör schon. Nee, den bekomme ich ja gar nicht. Und Suhe ist er gar nicht. Suhe gibt er nicht. Sie haben recht. Ist total lecker. Ganz lecker Wein. Ich würde gerne noch mal die anderen, ich sag mal, überschwänglichen, frivolen Seele gucken. Ja. Fürstensaal aus dem 15. Hier zum Beispiel im Fürstensaal aus dem 15. Jahrhundert, da wurden im Mittelalter rauschende Feste gefeiert. Ein Abendessen bestand damals aus 40 Gängen. Da war der Zeremonienmeister noch echt gefordert. Ja. Und konnte man es damals eigentlich Fete nennen oder wie würden Sie das heute nennen? Eine Festivität. Also doch schon so ein bisschen gesittet ja, und ruhig ja, und man unterhielt sich oder gab es auch Musik, es wurde getanzt und wurde auch Musik gemacht, aber man hielt mehr vom Essen und Trinken. Ja. Erzählen Sie mir doch nichts. Hier wurde doch gesoffen, oder nicht? Naja gut, Bier und Wein wurde fuderweise angefahren. Die Adeligen getroffen und dann kam, Fuder, sagen Sie, fuderweise. Ja, ein Fuder hatte so 1000 Liter, nicht? So, also jetzt kommen Sie. Wie viele Leute saßen hier denn? Das weiß ich nicht, es waren wohl so an die 100, 150, die dann hier reinpassten. Ja. Und dann eben... dann wurde gegessen, 40 Gänge, dann wurde doch... dabei schon gesoffen, wir sagen es jetzt mal so, ja, dann wurde getrunken. Getanzt. Ja, wir sagen natürlich getrunken. Ihr wisst ja, was ich meine. Man konnte sogar mit den Pferden reinreiten, ehrlich? Um den Damen auch ein kleines Schauspiel zu geben. Das heißt, wenn so ein Typ mit seinem Pferd hier reinkam und so, ritt er auch oft mit einer Braut hinten wieder weg? Oder wie war das? Das glaube ich nicht. Nein? Glauben Sie nicht? Das weiß ich nicht, aber das glaube ich einfach nicht. Nein. Und hier, der ist mit der abgeritten, da hat man wahrscheinlich nicht abgeschleppt gesagt, so wie heute mit den Autos, sondern der ist abgeritten. Ich glaube schon. Dass man da peinlich drauf geachtet hat, dass da niemand abgeschleppt wurde. Ja, die alten Lüneburger. Die Stadt war mal steinreich, das sieht man an jeder Ecke. Besonders die Backsteingiebel waren früher so eine Art Statussymbol, weil die waren besonders teuer. Die Stadt ist voll davon. Aber in Lüneburg lag das Geld ja auch auf der Straße. Beziehungsweise ein paar Meter unter der Straße. Guten Tag. Guten Tag. Darf ich Sie kurz was fragen? Fragen können Sie immer. Sie wissen doch auch, dass wir hier in Lüneburg sind, ne? Ne, weiß ich nicht. Leben Sie hier? Hä? Leben Sie hier? Ja, ich lebe hier. Sie wissen doch aber, dass Lüneburg eine alte Salzstadt ist. Ja, das weiß ich. Wissen Sie auch, was man früher im Mittelalter ungefähr bezahlen musste in Salzfässern für ein Haus? Ne, das weiß ich nicht. Was glauben Sie denn?
Schätzen Sie doch einfach mal. Ja, was soll ich denn da schätzen? Wie viel Fässer Salz? Wie viel Fässer Salz? Ja. Ja, das wird eine ganze Menge sein. Nee, vertun Sie sich da mal nicht. Ja, so ungefähr 10. Nee. Ja, 10 nicht. Früher war Salz so viel wert. Für 2 Fässer Salz haben Sie ein Haus gekriegt. Das glaube ich Ihnen. Da wollte man ja, gerne Sölmeister sein. Da habe ich aber noch nicht gelebt. Haben Sie nicht? Nee. Oh, dann habe ich mich vertan. Schönen Tag noch. Ebenfalls. Wir wollen der Sache mal auf den Grund gehen, hier in den Resten des alten Salzwerks. Ist hier noch Ölmalerei? Oh, nee, Gott. Ölmalerei wie in Südfrankreich haben wir hier nicht. Schade, ne? Nee. 1980 wurde hier die Lüneburger Saline stillgelegt. Nach immerhin 1000 Jahren. Jetzt ist das Ganze ein Salzmuseum. Und Dr. Lamschus der Direktor. Wenn man jetzt diesen Brunnen und dieses Wasser hier sieht, ne? Mhm. Ist das richtig ganz, ganz hochsalzig und wird da diese Sohlecreme und sowas alles draus gemacht? Kann ich mit dem Finger mal daran? Können Sie gerne machen, das ist immer normales Wasser. Echtes Salz gibt es hier ja nur noch im Schaukasten. Im Mittelalter, da wurde Salz ja fast mit Gold aufgewogen, weil es war das einzige Konservierungsmittel und deswegen so wertvoll. Und in dem Salzstock unter Lüneburg, da gab es jede Menge davon. Die Lüneburger Saline war ja dann der größte Industriebetrieb des Mittelalters. Der Spaß war jetzt vorbei, als billiges Meersalz den Markt überschwemmte. So, wir stehen an den Siedepfannen und ich kann gar nicht sagen, wie das hier stinkt. Sie stehen doch jetzt so ein bisschen aus Spaß hier, ne? Herr Dieter, ich habe gelesen, dass die Arbeiter hier sehr früh gestorben sind, weil irgendwelche Gifte sich bei diesen Sohle-Sachen freigesetzt haben. Was waren das für Gifte? Und das muss ich jetzt aussterben? Diese aus Blei sind. Ja? Ist das Salz bleihaltig? Das ist eigentlich schon ein Skandal, ne? Ja, Lüneburg hat. Nun bleiben Sie mal auch nicht so lange hier stehen, weil. Skandinavien verseucht. Ach, ehrlich? Ja, natürlich. Was heißt das? Lüneburg hat Skandinavien verseucht? Ja, weil Lüneburg ist der Salzproduzent gewesen, der ganz Skandinavien mit Salz verseucht hat. Mhm. Und das Lüneburger Salz ungefähr 30.000 Tonnen im Jahr sind dahin gegangen. Wir haben die ganze Skandinavien auf dem Gewissen. Ja, wir haben die ganze Skandinavien auf dem Gewissen. Heute gibt es das Original Lüneburger Salz ja nur noch für Touristen, zum Beispiel als Sohlecreme in der Apotheke. Soll gut für die Haut sein und garantiert bleifrei. Ich überleg's mir noch. Ich komme da noch mal rein. Tschüss. Ich habe jetzt von Lüneburg schon einiges gesehen, ne? Und ich muss sagen, die Stadt gefällt mir richtig gut. Aber dann habe ich mir überlegt, wie kann man die Stadt noch besser kennenlernen? Und bin drauf gekommen, wir brauchen jemanden, der hier wohnt. Und den habe ich gefunden. Burkhard Schmeer, Hausbesitzer seines Zeichens in Lüneburg. Ganz neu, ja, ganz neues Haus. Burkhard, du bist eigentlich Schauspieler, ne? Ja. Du weißt auch so ganz viele historische Sachen und sowas, ne? Ein bisschen. Und überhaupt ist ja der Heine hätte hier irgendwie rumgehangen früher und so Sachen. Und wir gehen nochmal in die Kirche gucken. Ja, Heine und Bach und so, das gucken wir uns gleich nochmal an. Das finde ich ganz spannend. Mhm. Mhm. Nicht zu viel Heine und nicht zu viel Bach, so ein paar Schulläden. Vielleicht. Die haben wir auch. Um es gleich mal vorweg zu sagen, wir sind natürlich nicht an einem einzigen Schuhladen vorbeigekommen. Das ist die alte Münze. Hier hat man die Münzen geprägt, die dann, wenn sie fertig geprägt waren, ins Rathaus gebracht wurden. Und manchmal hat man dann auf den Straßen einen unglaublich bunt angezogenen Mann gesehen, mit wahnsinnig engen Hosen und Glöckchen. Überall an seinem Anzug in einer Narrenkappe auf dem Kopf. Mhm. Und das war nicht der Hofnarr oder so etwas, sondern das war der Münzlehrling. Mhm. Und der arme Kerl musste seine Berufskleidung tragen. Der musste nämlich dieses unglaublich bunte Kleidungsstück anziehen, warum? Wenn er die Münzen ins Rathaus brachte, damit man ihn sehen konnte. Man konnte ihn sehen, man konnte ihn hören, man konnte ihn nicht einfach überfallen und ihm die Münzen wegnehmen. Hier
in der steinalten Michaeliskirche guckte übrigens schon Johann Sebastian Bach staunend zur Decke. Der sang hier nämlich im Knabenchor. Lüneburg hat viele Kirchen. Oben auf dem Dachboden sieht das Kirchengewölbe dann schon nicht mehr so prunkvoll aus. Unter uns befinden sich über 20 Meter freier Raum. Mich erinnert das ja eher an so eine Neubausiedlung bei den Eskimos, muss ich sagen, nicht? Da hinten, da kann man mein Haus sehen. Wie stolz du das sagst. Burkhard wohnt ja direkt neben der Michaeliskirche und das ist ganz schön mutig. Denn manche Häuser sacken hier durch den jahrhundertelangen Salzabbau um 20 cm im Jahr ab. Aber hier warten auf den Heimwerker ja noch ganz andere Herausforderungen. Das ist es. Ja, und längst nicht fertig. Man sieht, wird immer noch gearbeitet. Na komm, mit rein. Ich dachte, du machst alles selber. Ja, nicht alles. Bin ich Schlosser? Komm mit. Guten Tag. Das Hauptproblem hierbei war einfach, dass die Decke wirklich fast bis zur Mitte hochgezogen war und abgehängt. Aha. Dazwischen waren unendliche Mengen an Asche, Staub, getrocknete Ratten, Berge von getrockneten Ratten. Übrigens, hier haben wir hinter dieser Wand haben wir ein halbes Reh gefunden. Das war in der Zwischenwand zwischen unserem Haus und dem Nachbarhaus, ist eine kleine Lücke. Und weil wir diese Wand aufmauern mussten, haben wir die andere Wand erstmal wieder abgerissen. Und da stand ein mumifiziertes halbes Reh drin. Und das hältst du aber heute schon für utopisch. Was wir hier aus dem Boden auch noch alles rausgeholt haben. Wir haben über 7 Riesengartenschubkarren voll mit Zähnen, Schädeln und Knochen aus dem Fußboden hier rausgerissen. Ich finde das ziemlich gruselig alles. She's not the kind of place to talk to. So, das reicht jetzt aber auch erstmal an Lüneburger Historie. Außerdem mussten wirklich langsam mal ein Schuhladen her. Tolles Kopfsteinpflaster. Heinrich Heinehaus. Der ist da wahrscheinlich nur mal kurz aufs Klo gegangen, der Junge. Und schon zack heißt es Heinrich Heinehaus. Ja, ja. Und Wetten, Burkhard? Ach, Wetten nicht. Ach, darauf hat er also seine mal getankt. Eltern haben vorher da drüben gewohnt. Das war aber dann zu teuer. Das? Lüneburg konkurriert ja mit Barcelona um den Titel Stadt mit der höchsten Kneipendichte. Pro Kopf soll es hier also die meisten Kneipen geben. Sind Sie Lüneburger? Ja, ich bin Lüneburger. Das heißt, Sie müssen noch ein bisschen die Entwicklungsgeschichte vielleicht nicht vom Salz zum Alkohol mitgekriegt haben, das ist vielleicht ein bisschen lang. Aber warum Lüneburg so viele Kneipen hat, das ist ja wirklich ungewöhnlich. Jede Kleinstadt wie Lüneburg hat 3 Kneipen, da wird Bier getrunken, fertig. Und Lüneburg, die halbe Stadt besteht aus Kneipen. Jetzt müssten wir eine These dafür haben. Ich dachte oder hoffte, dass Sie mir das erzählen können, woran es liegt. Ja, also im Augenblick gibt es zum Beispiel ziemlich viele Studenten hier. Ich habe selber mal in Göttingen studiert. Alkoholkonsum steigt mit der Anzahl der Studenten in der Stadt um 1. Das können wir jetzt schriftlich machen sollen, hätten wir es jetzt okay, die These. Notiere ich mal. Zweite These, gibt es nur eine? Die zweite These, es gibt ja ziemlich viele Kneipen hier am Wasser. Ich glaube, Wasser fördert den Trinkgenuss. Es ist dieses Plätschern, ne? Ja, wahrscheinlich das, ganz genau. Das kann sein. Ja. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Peter. Darf ich auch Peter sagen? Ja, dürfen Sie. Peter, ich bin Ina. Ja, ich glaube, wir sind unserer Frage ein ganzes Stück näher gekommen. Wunderbar. Es sind die Studenten und es ist das Wasser. Ja. Tja, genau, das haben wir es. Sind wir fertig. So, der Mensch lebt ja leider nicht vom Bier allein und deswegen will ich jetzt ein bisschen was essen. Wir besuchen jetzt hier Michael Röhm, der ist Sternekoch, Lüneburgs einziger Sternekoch im Heidkrug. Und ob er den Stern wirklich hat und ob er sich bei mir heute einen zweiten holen kann, das gucken wir jetzt mal. Hunger! Guten Tag. Hallo. Herr Röhm. Ja, herzlich willkommen. Klopft man an so einer Küchentür eigentlich Nein, an? Nein, bei uns ist immer offen. Reinkommen und dann fragen. Klar, logisch. Wir kochen zusammen. Ja. Was essen wir denn eigentlich? Ja, wir haben so ein bisschen, ich habe ja immer so diesen Faible für leicht regionale Geschichten mit den tollen Luxusprodukten zu verbinden. Wir haben heute einen, bringe ich mal gerade rüber. Ja. Haben wir einen schönen Ludemer, also einen
Wolfsbarsch auf Ludemeer. Ludemeer, ein Wolfsbarsch auf Deutsch. Ist das das, was ich Ludemeer nenne? Ganz genau. Aber Lude ist ja... Also, Lude ist wieder was anderes. Sag mal, Ludemeer. Wie lange müsste der hier liegen, bis man ihn riecht? Morgen würde er anfangen zu riechen, würde ich mal sagen, bei der Temperatur. Ja, der Esser sieht man ja, dass er schön frisch ist. Pilze? Jawohl, frische Steinpilze. Die sehen so ein bisschen unecht aus, finde ich. Aber Sie sagen, nehmen Sie doch mal einen in die gewaschen. Hand. Ja, ich habe auch gewaschen. Nee, die sind wirklich... Die sind das ist 1A-Qualität. Machen Sie jetzt nur dieses eine Stück? Nur dieses eine Stück. Wollen wir mehr essen? Das reicht ja nicht. Dann mache ich noch ein bisschen mehr. Wie viel kommen denn na noch? Ja. Kamera 1, Kamera 2. Dann machen wir 5 Stück. Licht, Regie. Und dann haben wir noch Georg, unseren Produktionsleiter, okay, der immer am meisten isst, aber nie was tut. Ich gebe alles raus, was ich habe. So. Das ist wahrscheinlich die Suppe für den Abend. Das wird eine Soße. Eine Soße? Das wird eine Soße, ja. So viel, und ja, ein bisschen kommt, Soße und wahrscheinlich. Da kommt so viel raus, kommt 5 Liter bei raus, das ist richtig. Oh. Na, so, aber wir fangen mal mit dem Kürbisgemüse an. Das kommt mit in die Pfanne? Das kommt in die Pfanne nicht, das ist eine Sauteuse. Pfanne ist das, was dahinter eine steht. Sauteuse. Eine Sauteuse. Das sind ja mehr, die essen. Dann nee, es mal gibt alles so oft Worte, die ich lange nicht gehört habe oder gar nicht kenne, die sich aber immer wie Schimpfworte anhören. Finden Sie? Und ich finde, du als Sauteuse zu nennen, hat man sofort ein Bild vor Augen. Ne? So, sieht ja doch klasse aus, oder? Sind Sie wirklich sicher, dass wenn man da 4 Lorbeerblätter reinlegt, ne, ja, dass die was bringen? Ja, sonst würde ich es ja nicht tun. Ich hätte auch 3 nehmen können. Der kommt fast aufs Gleiche raus. Ich müsste immer ein bisschen mehr probieren, weil meine Geschmacksnerven sind ja nicht so sensibel wie ihr. So. Also ganz einfach und sehr lecker. Auf das gesalzene Kürbisgemüse kommt der Ludemeer mit Knoblauch und Estragon in der Pfanne veredelt. Und natürlich die 4 Lorbeerblätter nicht vergessen. Und dann noch die leckeren Steinpilze, falls noch welche da sind. Was ist das denn? Upp, habe ich gesehen. Lege ich einen nach. Balsamico esse ich, passt sehr gut zu den Pilzen. So, et voilà, madame. Herr Rüben. Herr Rüben, ich habe alles gefragt. Ja. Was ich wissen wollte. Ja. Haben Sie noch eine Frage? Nee, eigentlich nicht. Finden Sie, dass ich gut geholfen habe? Unglaublich. Ich würde Ihnen jetzt ja gerne einen 2. Stern geben, weil ich finde, so weiß ich jetzt schon, so lecker. Würden Sie den da nehmen? Den nehme ich da hin und ich glaube, die Jacke ziehe ich dann heute auch nicht mehr aus. Aber nein, natürlich nicht. Okay, und jetzt sagen wir mal so, Jungs, Kisten aus und jetzt wird gegessen. Lüneburger Heide, wie aus dem Bilderbuch, gibt's hier am Wilseder Berg. Die größte zusammenhängende Heidefläche in Westeuropa kann man hier überblicken. Ich bin den höchsten Berg der norddeutschen Tiefebene raufgeklettert, denn hier oben steht Jürgen Fuchs mit seinen Heidschnucken. Die sind ganz süß, finde ich. Wie ist denn das so, als Schäfer hier den ganzen Tag rumzustehen? Schön. Ist es nur schön, ist es nicht manchmal auch, entschuldige bitte, wahnsinnig langweilig? Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Ist es nicht zu viel Ruhe und zu viel frische Luft? Die sind immer, die wandern ja immer weiter, die stehen ja nicht den ganzen Tag auf einem Fleck. Und ist ja jeden Tag ein anderes Datum, ne? Das auch noch, genau. Ist eigentlich Schäfer ein Ausbildungsberuf? Ja, 3 Jahre muss man das lernen. Nein. Doch, und gibt es eine Schäferschule? Das gibt extra eine Schule dafür, also das ist so eine landwirtschaftliche Schule. Ja. Und da sind also Bauern und alles in einer Schule. Das ist ja, das wusste ich also auch. Also Landwirte, sage ich ja dazu. Ich habe gedacht, Schäfer wird man, wenn man echt die Schnauze voll hat von der Großstadt und vom Abgas und wo man irgendwie dann sagt, ich mache jetzt mal was ganz anderes.
Nee, also dann lässt man sich einen Bart wachsen, holt sich einen adäquaten Hut, dann dressiert man sich zwei Hunde. Mhm. Weil wie lernen die das? Gibt es auch eine Hundeschäferschule? Nee, das bilde ich aus. Achso, und das die, geht? Das mache ich so nebenbei hier beim Hüten. Weil der ist ja topfit hier, Rieke. Der ist das so gewachsen? Den habe ich also fast so gewachsen. Ich habe hier diesen Fanghaken eingearbeitet. Ist das ein Fanghaken? Ja, das ist so, wenn ihr... Darf ich den mal nehmen? Ja. Oder ist das... Kannst du mal willst nehmen. Du das mal nehmen? Ich kann mal dir versuchen. Das selber hinhalten? Ich kann es mal versuchen, ja. Ach so. Ja. Das heißt, das ist so ein Schäfer. Eigentlich steht ein Schäfer ja so immer, ne? Ja. Also ich kenne das von den Bauern immer mit ihrer Mistforke. Hat der mich gerade gebissen hinten, der Hund? Oder hat der noch... Nee, hat er das? Nee, der hat von dem Tag auch gesagt. Weh. Ach ja, gut. Also ein Bauer steht immer so auf seiner Mistgabel und ein Schäfer immer so auf seinen Schäferstock. Heißt das Schäferstock? Ja, das ist so ein Herdenstock oder Schäferstock und den hat man also hauptsächlich, um sein Kreuzenbissen zu entlasten. Ah, ja, für mich wäre jetzt ein kleines Stück. Und natürlich zum Fangen. Das hier hat was zu tun mit... Nee, das ist so ein kleiner Haken hier unten dran. Und der macht was? Da kann man sich so an die Schafe so ein bisschen ranschleichen. Also im Stall kann man sie in Ecken treiben zum Fangen. Ach, damit da so ein bisschen Hake ist, was wehtut. Nee, man muss sie so ein bisschen ran. Also wenn jetzt ein Tier humpelt... Ach, wie die Hörner? Nein, wo denn? Nee, hinter das Bein. Also wenn jetzt ein Tier humpelt, dann schleiche ich mich damit an und dann hake ich hinter das Hinterbein, so hinter, und ziehe. Und dann kann ich das ran, weil ich komme sonst nicht wirklich dran, dass ich zugreifen kann. Gut. Jetzt weiß ich das. Was? Mein Gott, was für eine Sendung. Würdest du denn sagen, dass du abends fix und foxy bist von deiner ganzen Arbeit? Also ja, ich muss sagen, das liegt vielleicht auch an der Luft, an der Arbeit. Ich weiß es nicht jedenfalls. Also ich kann unglaublich gut schlafen. Oh, das ist die Luft. Und der Stress. Also, Stress. Hast du Stress? Doch, manchmal schon, doch. Ja? Habe ich doch, ja. Sind die manchmal gut drauf? Oder es ist ganz so unterschiedlich. Also manche Tage sind sie nur am Rennen, manche Tage sind sie also total ruhig. Das ist unterschiedlich. Schon mal was vom PMS-Syndrom bei Heidschnucken gehört? Nee, haben da nichts von gehört, gut. Nee. Dann lassen wir es auch mal einfach so stehen. Jürgen, ich bleib jetzt mal ein bisschen hier und schafel mal mit. Nein, Heidschnuckel mal mit dir. Oi! Wir müssen da gleich mal dichter ran, sonst hauen die ab. Wir müssen jetzt mal dichter ran, sonst hauen die ab. Daran, ne? Ja, okay. Wir gehen noch mal so ein bisschen rum, dass uns nie weg. Dass in der Heide nicht der Lüneburger Wald oder ein Gewerbegebiet steht, liegt übrigens an einem kleinen Verein, dem Verein Naturschutzpark, der vor 100 Jahren anfing, die Heide rund um das Dorf Wilsede aufzukaufen. Seitdem hat sich hier echt wenig verändert. Sogar Autos sind verboten. Entschuldigung, darf ich Sie was fragen? Nur ganz kurz. Fehlt Ihnen hier in Wilsede nicht irgendwas? Die Heizschnucken oder was? Nee, vielleicht Geräusche. Irgendwelche Geräusche? Ist das total komisch hier oder nicht? Nö. Also ich kenne das allerdings auch schon. Es ist immer so gewesen hier. Also es war immer schon so ruhig hier? Ja. Hier ist nichts Schlimmes passiert? Nein. Es fehlen die Autos? Nein, auch nicht. Die fehlen Ihnen nicht? Nein, Gott sei Dank nicht. Mir ist schon ganz kötterig, weil ich denke, irgendwas fehlt doch, was ich immer höre und was ich, man riecht ja auch nichts. Es ist was schön, wenn es so ruhig ist. Ist Ihnen das nicht zu ruhig? Nee. Ist ja süß hier. Man kann ja irgendwo hin, wo es ein bisschen belebter ist. Ne? Nach Hamburg rein, da ist irgendwas los. Genau. Also ich meine, wenn Sie es mal ordentlich brauchen, dann fahren Sie nach Hamburg und ansonsten bitte ohne Auto. Gut, wir arbeiten auch in Hamburg, also das reicht schon. Wir gehen schon, ja hier mal ohne Auto spazieren, mal ein bisschen Bewegung. Gibt es eine Spezialität, die man hier essen kann in Wilsede? Also die mag ich nicht. Heidschnuckenbraten. Und dann gibt es ja noch diesen Kuchen aus Buchweizentorte. Buchweizentorte. Aber ist auch nicht mein Geschmack. Nee. Oh, mal gucken, ob wir die noch irgendwo kriegen. Ja, aber die können Sie wenigstens essen. Also die schmeckt auf alle Fälle besser als dieser Heidschnuckenbraten. Aber gibt es denn irgendwas Schönes, womit wir sagen können, ja, Touristen, bitte kommt hierher. Alles klar, Dankeschön. Also, wir gehen. Dankeschön. Sie oder sagen wir du? Wenn ich nur weiß, Gerd und Andrea denkt, sage ich auch du, ne? Ja. Ich bin Ina. Und es ist sehr nett, dass ihr mich unbekannterweise zum Torteessen hier einladet. Danke. Habe ich das größte Stück? Ja, ne? Dann können wir es so lassen. So, jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie die wohl schmeckt. Was haltet ihr eigentlich vom Heidschnuckenfleisch? Ich habe von Geist gekleckert. Aber Waschmaschinen habt ihr hier in Wilsede, oder sind die auch zu laut? Nee. Ja? Wir haben Waschmaschinen und hier kommt auch die Müllabfuhr.
Aber will sie denn eine Disco? Nein. Ja, denn? Wir haben auch keine Kirche, keine... Habt ihr einen Kaufmannsladen? Nein. Habt ihr eine Post? Auch nicht. Aber Strom ist genug da. Ja. Das ist doch schön. Strom und Wasser haben wir. Das ist doch gut. Das ist auch das Wichtigste. So, jetzt haben wir von Wilsede eigentlich draußen ja fast alles gesehen. Wir haben Buchweizentorte gegessen, wir haben Heidschnucken gesehen, wir haben Schäfer kennengelernt. Jetzt will ich mir doch so ein Wilseder Haus nochmal, wie das heute so läuft, nochmal angucken. Schließlich haben Andrea und Gerd ja gesagt, nee, die Wilseder würden ganz normal wohnen. So. Na, ich weiß ja nicht. Wenn die beiden bei der Buchweizentorte da mal nicht geflunkert haben, von wegen noch ganz normal wohnen hier in Wilsede. Würdet ihr mal ganz kurz aufhören mit der Arbeit? Gerne. Entschuldigung, du bist ja die Bäuerin hier im Haus, ne? Aber so wohnt man doch heute nicht mehr in Wilsede. Heute wohl nicht mehr, aber dies war vor 200 Jahren so. Da hat man hier so gewohnt. Der Ofen ist sogar noch 200 Jahre älter. Ofen? Ich sehe hier eine offene Feuerstelle. Ja, die offene Feuerstelle. Da kann man gerne ja auch Ofen nennen. Das heißt, wir sind ja hier auch gar nicht in einem normalen Haus in Wilsede, sondern im Heimatmuseum. Ich glaube, das älteste Heimatmuseum... Ja, Niedersachsens. Und eines der ältesten aus Deutschland. Ja. Freilichtmuseum. Schön ist es hier. Und da steht der Bauer, ne? Und der hackt Holz, so wie sich das gehört. haben die Bauern früher auch Holz gehackt? Ja, das ist... Ich dachte mal nur, die haben gefüttert und gemolken und so, aber auch Holz gehackt. Das Essen war wichtig, die haben so schwer gearbeitet. Hatten sie keinen Knecht? Nein, nicht unbedingt. Nein. Glauben Sie denn, dass die Leute damals Spaß am Leben hatten? Auch manchmal schon. Ja? Doch. Kann man da irgendwelche Aufzeichnungen sehen, wo man steht, heute hatten wir Spaß? Das Feuer brannte gut. Die Schweine haben nicht gestört und die Kuh gibt immer noch Milch. Gibt es Wenn sie abends beim Spinnen saßen in der Gruppe und haben gesungen und Geschichten erzählt, ich glaube, dann hatten sie Spaß. Brannte das Feuer eigentlich damals den ganzen Tag über oder wurde das nur... Meistens auch in der Nacht. Es brannte eigentlich den ganzen Tag und auch in der Nacht, weil es schwer war, das Feuer anzukriegen. Es gab noch keine Streichhölzer. Nee, es gibt vor allen Dingen keinen Schornstein oder sowas hier, dass das irgendwie rauszieht. Nee, das zieht durchs Dach raus. Warum haben die Bauern nicht weitergedacht? Weil die dachten, wenn wir da oben Loch reinmachen, kommt wieder Kälte rein? Nein, die hatten auch ihr Korn auf dem Dach. Und durch den Rauch wurde das Korn auch haltbar gemacht. Trocken auch. Und es fingen ja auch die Schinken und Würste an der Decke, die geräuchert werden sollten. Das war ja auch ganz wichtig. Aber der Mensch, ja. Da kommt es aber nicht gegen an, glaube ich. Aber haben ja alle so gerochen. Ja. Dann geht's ja wieder. Und waschen war auch nicht so üblich. Waschen war nicht so üblich. Kinder, hier ist vielleicht eine Plackerei, sage ich euch. Weiß man auch mal, woher kommt der Begriff daher, wenn man sagt, eine Plackerei vom Placken, was Sie gerade machen? Das wird davon abstammen wahrscheinlich mit. Ja, das nehme ich auch an. Das wird davon hören, weil das eben echt eine Plackerei ist. Wieso hat man das gemacht früher, die Heide kaputt? Die Heide hat man in dem Sinne nicht kaputt gemacht, sondern die Heide hat man früher als, die Landwirte haben das früher als zum Einstreuen der Ställe mitgenommen. Weil eben nicht genug Stroh da war und sowas, hat man eben die Heide genommen. Und damit eingestreut und dann später wieder auf die Äcker Also quasi Naturdünger. Als Naturdünger. Dann haben die Tiere ihr großes Geschäft drauf gemacht und am nächsten Tag kam es wieder in die Heide oder auf die Acker? Nee, auf den Acker kam es dann auch. Wie lange haben die das gemacht? So ein Durchschnittsbauer früher. Wie lange konnte der platten? Jetzt im Leben, meinen Sie? Wie alt er damit geworden ist? Oder ach so, Sie meinen jetzt am Tag jetzt? Wie viele Stunden am Stück? Ja, der hat wahrscheinlich so lange geplackt, bis er eben... Umgekippt ist? Ja, wahrscheinlich, bis er umgekippt ist. Oder was er eben genug hatte in dem Moment. Dann hat sich ja die Bevölkerung auch noch ganz natürlich reduziert. Wahrscheinlich, dadurch auch, durch diese Plackerei. Das ist aber auch tatsächlich so gewesen. Die haben früher wirklich viel mehr körperlich arbeiten müssen. Denn heißt das, Sie haben jetzt die Heide, die ist entstanden dadurch, dass der Wald eigentlich abgebaut wurde, weil man das Holz gebraucht hat und so. So, dann hat sich hier der Mensch umgeguckt, hat gesagt, oh, jetzt haben wir aber ganz schön viel Heide. Mhm. Jetzt schicken Sie Ihre Heidschnucken immer hier rauf, damit die kleinen Pflänzlinge für die Bäume abgefressen werden, damit die Heide bleibt. Aber wären denn Bäume nicht viel wichtiger für uns in der heutigen Zeit als so ein bisschen Heide, die ja eigentlich wenig, wir können ja Heide nicht Da haben Sie schon essen recht. Und wir können ja... Wenn Sie so sehen, den richtig geldlichen Erfolg hat man davon nicht, aber man muss es ja sehen, der Besucher, der hierher kommt,
der erholt sich und kommt dir dann auch gerne her. Das heißt, eigentlich ist Heide Folklore. Genau so ist es. Es ist ja auch keine Naturlandschaft, sondern eine Kulturlandschaft. Sie ist ja eben durch den Menschen entstanden. Jetzt will ich mal ein bisschen placken. Haben Frauen auch placken müssen früher? Nein. Nie? Weil das eben eine Plackerei war. Also haben Frauen in Lüneburg kein Salz abbauen müssen, die mussten nicht placken. Die mussten eigentlich nur Kinder kriegen, oder? So nach dem Motto. Und die Wolle von den Heidschnucken? Genau. Frauen könnten auch gar nicht. Ja. Die würden irgendwann festsitzen und dann würden die hier in der Heide verhungern, sag ich euch, weil die kämen ja gar nicht mehr raus. Alter, die sollen ja kein Wasser trinken. Darf man eigentlich in der Heide rauchen? Ja, das ist so, in der Heide darf man nie rauchen. Nicht? Nicht. Aber es kommt doch, gibt dort diesen Spruch, wir gehen da und dahin, die Heide brennt. Das heißt doch, ist doch ein anderer Spruch für, das steppt der Papst im Kettenhemd, oder? Was anderes, ja. Ich kann nicht mehr. Ich habe jetzt schon eine Stunde geplackt und das war wahnsinnig anstrengend, sag ich euch. Auch heute wird in der Heide natürlich noch hart gearbeitet. So wie die Kutscher hier. Selbst bei schönstem Wetter müssen die Touristen rumfahren. Hü! Lockerer. Hü? Locker. Ja. Kinder, ihr denkt jetzt wahrscheinlich, oh, da fährt die Müller mal eben so ein bisschen durch die Lüneburger Heide mit einer Kutsche und so. Nee. Ich habe meine erste Fahrstunde, ne, Herr Meier? Ja, Frau Müller. Wie finden Sie mich? Toll. Ja, danke, ich Sie auch. Jetzt schon wieder mehr annehmen, weil die Pferde brauchen erst die Leine, damit sie nach vorne aus der Balance bringen und den Wagengang ziehen und dann richten sie sich wieder auf und dann musst du die Leine halt verkürzen. Ich meine, das macht ja Spaß. Finden Sie nicht, dass bei meinem Talent die Chance groß wäre, dass ich heute noch... Brrr, nicht so schnell, Jungs. Oh, mehr annehmen. Hört auf die Tante. Wäre ich jetzt durchgefallen, dass die, ohne dass ich was mache, einfach auf den zweiten Gang gehen? Nein, beim deutschen Farbzeichen der Klasse 4 ist es wichtig, dass ich immer auf das Gespann einwirken kann. Und deswegen muss man. Wenn keine Touristen da sind. Ja, ich versuche natürlich in der Zeit eben die Fahrschule zu machen. Und seit 2,5 Jahren bin ich unterwegs als Pferdezahnpfleger. Zahnpfleger oder Zahnarzt? Zahnpfleger. So, ich darf mich ja nicht Zahnarzt nennen, weil ich ja nicht studiert bin, sondern ich werde Zahnpfleger. Haben Sie denn so eine Maulsperre? Das heißt, also können wir das eigentlich nachher nochmal zeigen, genau. Finde ich. Maulgatter haben wir. Ja. nicht so früh, mehr dahin. Okay, mehr dahin, rechts. Genau, jetzt links drüber. Jetzt aber links an den Mann. Jetzt geradeaus weiter. Einfach geradeaus. Geradeaus. Und dann hier halten. Einfach weiter, noch weiter. Weiter. Und jetzt halt. So Jungs, und ihr wartet hier, genau, bis wir aus dem Saloon wieder raus sind. Oh. Macht Ihnen das Spaß, die Zähne zu machen der Pferde? Ja. Es gibt keinen geileren Job, finde ich. Weil man nach einer Stunde so ein Wahnsinns-Erfolgserlebnis hat. Ehrlich? Was man sonst eigentlich in keinem Job hat. So, jetzt. Er will uns was sagen. Ja, genau. Frau Müller, Sie dürfen jetzt mal reinfassen. Nee. Doch, einmal reinfassen. Ist nicht schlimmer als Kutsche fahren. Einmal aber ich reinfassen. Ich habe gar nicht gewaschene Hände. Da einmal kann hier ich ins Wasser, ist alles da. Also es wäre mir ja auch nicht recht, wenn ich jetzt ein Pferd wäre, ne? Nein, deswegen haben wir die Möglichkeit mit dem Wasser. Haben Sie auch ein Handtuch? Ja, natürlich. Oder soll ich dann das? Aber mit den feuchten ist Händen da ein bisschen rein. Genau, dann gleitet das auch besser. Dynamisch, das nicht echt. Genau. So, einfach Lässe reinfassen mit der flachen Hand. Aber was tue ich da drin? Einfach mal fühlen. Kann man fühlen, dass die Pferde die Backenzähne in der Wicklung von 10 bis 15 Grad haben. Das sieht man seitlich da. Und sonst einfach die Schärfe fühlen. Herr Meier, ich bin hart im Nehmen, ich kann nicht. Frau Müller, einmal rein. Ist schön feucht und warm da drin. Einfach tief rein. Gut. Ich soll das toll finden, deswegen soll ich das machen, oder? Nein, fühlen, wie scheußlich sich das anfühlt, wegen der scharfen Kanten da innen. Ah ja. Machen die sich die Zunge kaputt mit den Kanten? Die Zunge kaputt und die Backe außen. Da kann man dann meistens, jetzt sieht man da hinten im hinteren Raum, kann man da auch die Narbe sehen. Krokodil, ich kann da eben noch mal mit der Lampe rein und da kann man die Zähne genau sehen. Und hier jetzt die scharfen Kanten kann man da auch dran längs sehen. Ich weiß nicht, wie weit das man nur einmal durchgucken. Gut. Okay. Ich glaube, rein anatomisch haben wir alles gesehen. Nun bist du fertig, ne? Ist okay. Ich glaube... Das reicht, oder? Wir müssen los.
Darf ich Sie was fragen? Nur ganz kurz, es soll hier in Bispingen ein Schloss geben, Neuschwansteiner ist das. Wissen Sie, in welche Richtung das ungefähr sein könnte? Isa Hatsche wahrscheinlich. Isa, ne? Hatsche. Genau. Ich habe Neuschwanstein gehört, aber wenn Sie Isa Hatsche sagen, ja, und das ist auch ein Schloss, dann... Hat sehr viel Ähnlichkeit, oder ist es? Müssen Sie hier die nächste rechts, Nöllestraße hoch, auch wieder rechts und am Ende der Nöllestraße auch nochmal wieder rechts. Das kommt dabei raus, wenn sich jemand mal eben ein Schloss in seinen Garten baut. Das Neuschwanstein des Nordens hat der Baron Uwe Schulz-Ebschbach sein Bauwerk genannt. In aller Bescheidenheit natürlich. Doch bevor es hier für mich jetzt einen Kaffee gibt, gibt es erst noch eine kleine Besichtigungstour. Also wir sehen jetzt hier den Montagnetto, den kleinsten künstlichen Berg. Ja. Ah. Und der ist so 20 Meter hoch. Hat einen Wasserfall, habe ich mir abgeguckt, den Wasserfall von Wilhelmshöhe in Kassel. Den haben Sie selber gebaut? Den habe ich selber gebaut. Und das ganze, Teich hier auch? Die ganzen Teichanlagen hier. Das haben Sie alles dazu angelegt? Das ist alles hier sehr gut und platziert sich hier. Man denkt, das hat der liebe Gott gemacht, aber das war ich mit meinem Sohn. Fühlen Sie sich manchmal nicht so ein bisschen... Nein, nein, wir sind immer trotzdem noch im Teppich. Das ist schon... Hier, Frau. Ich habe Durst. Das ist kein Problem, wir haben Kaffee. Auch dieses Barockzimmer hier ist Marke Eigenbau. Der Baron war früher nämlich mal Maurer. Jedes Möbelstück ist ja einem seiner Lieben gewidmet. Oder ihm selbst. Wir wollen doch auch erstmal den Kunstgenuss. Und hier Kaffee trinken, wir zwei? Nein, das müssen wir erst alles hier so herbringen. Denn das, ich glaub, ich würde den Stuhl mit den Hasen nehmen. Das ist niedlich, nicht? Mein jüngster Sohn ist 31. Ja. Der mag Hasen? Ja, das glaube ich. Häschen. Gehen wir mal. Ja. So, verehrte Frau, jetzt kommen wir hier zum Höhepunkt. Ich meine, in Anführungsstrichen natürlich. Wie der Sitz halt, der Höhepunkt sollte jetzt Kaffee trinken sein. Naja, gleich, wir schaffen das noch, den Sitzsack hier noch zu zeigen. So, das ist jetzt der Sitzsack von Herrn Baron persönlich. Das Besondere, das Todesjahr steht ja auch schon drauf. 2006. Das ist schon ganz schön hart, wenn ich das mal so weit schon versuche. Wann haben Sie denn das reingemacht? Wann haben Sie sich denn 2006 ausgesucht? Das habe ich mir, das ist jetzt 10 Jahre alt. Ärgern Sie sich, dass Sie nicht 2016 darauf geschrieben haben? Nein, wenn Sie ein Leistungsleben geführt haben, hier Frau, dann ist und alles erreicht haben. Aber die WM wollen Sie noch gucken, oder? Nein, ich bin kein Fußballfanatiker. Und dann waren da ja noch diese 200 philosophischen Sprüche in seinem Garten. Einer besser als der andere. Viele davon hat sich der Hausherr ja selber ausgedacht. Aber Sie würden sich selber nicht als Sprücheklopfer bezeichnen. Nein, nein, bei mir ist das so eine Idee und schon ausgeführt. Das ist ja an sich das Krankhafte. Ich finde Sie ja ziemlich toll, Herr Baron. Ja, Frau. Ich glaube, der Punkt ist, Sie haben so viel Energie. Ja, das ist also ja auch ich gut würde so. Schon nach, ja schon. Ich sage mal, einem Zehntel von dem, was Sie sagen, würde ich mich schon hinlegen und sagen, oh, habe ich aber jetzt was geschafft. Da können Sie anders besser. Sie tanzen gut oder machen noch anders schöner. Noch nicht. Dann haben Sie mal einen Frosch im Mixer gesehen, dann wissen Sie, wie ich tanze. So. Aber wir haben ja immer noch nichts getrunken. Naja, ist das meine Schuld? Ist das meine Schuld? So, der Herr Baron, der ist los, hat die Kaffeemaschine angeschmissen. Ich habe mich schnell zurückgeschlichen hier in mein absolutes Lieblingszimmer. Das war's, Inas Norden. Ich muss sagen, die Lüneburger Heide, ich habe zwar einen Möbelwagen noch nicht bestellt, aber die ist wirklich schön. Man kann hier wirklich wohnen. Muckgaut, holt schon fruchtig. Vorwärts geschafft! Hey, Schalalala! Ole, ole! Super Bayern! Bayern-Fan? Nee, Werder. Auf Wiedersehen.